Jetzt Astro, Bund und Länder erlauben wieder Gottesdienste und die Öffnung von Kinderspielplätzen. Steigt dadurch wieder das Ansteckungsrisiko? Ich würde sagen, nein. Wenn die Leute jetzt tatsächlich das tun, was ja sowieso Pflicht sein soll, nämlich die Maske tragen, das heißt, oder den Mund-Nasen-Schutz besser gesagt. Die einzige Quelle, die wir haben, von der die Viren kommen, die uns anstecken können, die uns krank machen können, ist ja tatsächlich der Nasenrachenraum. Und wenn wir alle die Maske tragen, dann können die Viren den Gegenüber oder andere Menschen, sagen wir mal, gar nicht erreichen. Also bei sachgemäßem Gebrauch, bei richtigem und regelmäßigem Einsatz der Maske sehe ich überhaupt kein Risiko. Das ist leider etwas paar Wochen zu spät gekommen jetzt, aber genau das ist der Schlüssel nachher zum Erfolg. Aber jetzt hast du auf Spielplätzen, die kleinsten, wenn die unterwegs sind, wenn die spielen, kann man das überhaupt kontrollieren? Die Kinder fassen sich häufig ins Gesicht, die halten die Abstandsregeln nicht ein, die ziehen sich den Mundschutz runter. Wie soll das Ganze wirklich praktikabel funktionieren? Wer kontrolliert das Ganze? Ja, also das ist sicherlich nicht ganz so einfach wie in Kirchen oder Zoo oder Museen. Aber bei Kindern, die, sagen wir mal, noch unter 6 Jahren sind, die Pädagogen werden vielleicht ein 7. Jahr oder so angeben, bei denen, jetzt ist es sehr laut, bei denen sind ja ständig die Eltern dabei. Ja? Wir haben die Eltern dabei und die müssen ein bisschen Obacht geben. Bei den älteren Kindern, das heißt die, die schon zur Schule gehen, da kann man natürlich auch schon erwarten, dass sie wissen, was sie eben nicht tun sollen. Also was wir gerade im Bild sehen, das ist ein ja, vielleicht 3- oder 4-jähriges Kind, da müssen natürlich die Eltern, die dabei sind, aufpassen, dass das nicht passiert. Bei den älteren Kindern, die sind in der Lage, zur Schule zu gehen, Mathematik und Sprachen zu lernen. Und denen kann man auch leicht beibringen, dass sie die Maske richtig tragen sollen. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern öffnet jetzt auch Geschäfte über 800 Quadratmeter, Thüringen am Montag. Ist das zu früh in Ihren Augen? Nein. Die Unterschiede, ob da nun 800 Quadratmeter oder 1500 Quadratmeter Fläche sind, bewegen sich ja nur dahingehend, dass wir natürlich dann mehr Leute eventuell in diese Geschäfte hineinlassen. Und das kann ja der Geschäftsbetreiber auch regeln, dass er praktisch am Eingang eine Eingangskontrolle hat. Also dass er den Laden groß aufmacht, damit die Menschen an alle Produkte rankommen. Dagegen gibt es ja gar nichts zu sagen. Natürlich sollte man schon ein bisschen darauf achten, und das werden die Geschäftsbetreiber ja auch tun, dass nicht Schulter an Schulter sich da eine Menschenmasse durchs Geschäft walzt. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt jetzt trotz einer Ansteckungsrate von 0,67, das ist die Reproduktionszahl, weiter die strikte Einhaltung der Auflagen. Ist das zu zaghaft? Nein, also wissen Sie, diese Zahl R, von der ja nun alle wie von einer Zauberformel reden, das ist ein Modell, ein mathematisches Modell. Und Sie sehen ja auch daran, vor wenigen Tagen war große Begeisterung, wir hatten dann 0,9. Am nächsten Tag war es dann 1, noch was. Da wurde dann geschrien, oh Gott, was haben wir getan? Jetzt haben wir 0,6, also so wahnsinnig aussagekräftig ist diese Zahl garantiert nicht. Da sollte man sich auf gar keinen Fall an dieser blöden Zahl orientieren. Entscheidend ist ja, wie viele Neuerkrankungen haben wir von einem Tag zum anderen? Wie viel sind es mehr geworden? Und gleichzeitig muss man auch im Auge haben, wie viele Genesene haben wir denn schon? Wir sind jetzt, glaube ich, deutlich unter 40.000 aktiven Fällen. Das heißt also, zurzeit haben wir viel, viel weniger Erkrankte im Land. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und insofern sollte man nicht immer auf diese Zahl starren, weil die dich ja praktisch von Stunde zu Stunde verändern kann und das tatsächliche Gefährdungsbild für Deutschland gar nicht wiedergibt. Sagt der Infektiologe Klaus-Dieter Zastrow, herzlichen Dank für das Gespräch. Kleine Korrektur meinerseits, die Ansteckungsrate aktuell bei 0,76.